Guten Morgen, Frau Scheidt. Guten Morgen, Herr Salzberg. Wie geht's Ihnen? Geht mir sehr gut. Sehr gut. Wann war die Operation, die wir zusammen gemacht haben? Am 2. November. Am 2. November, letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr haben wir für unsere Zuschauer eine thorakoskopische Lungenvenenisolation und einen Verschluss vom linken Herzohr mit einem Clip gemacht. Die Operation ist etwa anderthalb bis zwei Stunden gegangen. Nach der Operation sind sie kurz in den Aufwachraum. Genau. Und dann am Abend schon aufs Zimmer. Ja. Wie war das alles für Sie gewesen? Also ich habe mir es ein bisschen einfacher vorgestellt. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen, also ich habe meinem Körper einfach Zeit gegeben. Ich habe ein bisschen vollkommen runtergefahren und habe dann halt auch ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder raufzukommen. Aber die Zeit hat sich gelohnt und ich bin sehr zufrieden. Ich kann wieder ein bisschen Sport machen, ich kann wieder mit meinen Kindern rumtollen. Es ist ganz ein ganz anderes Leben. Ja. Also Sie haben ja die erste 3-Monats-Kontrolle haben Sie jetzt gehabt beim Kardiologen. Genau. Sie sind eigentlich mehr als 3 Monate. Ja. Und dort hat man im haben Sie 7 Tage EKG gemacht? Nein, 24 Stunden. 24 Stunden EKG. Dort ist vor allem ganz weg. Mhm. Die Extrasystolen sind auch weg. Und Sie haben ja früher das Vorhofflimmer sehr bemerkt. Genau. Dementsprechend kann man sagen, dass es wirklich ganz weg ist. Ja. Am Medikament. Ich habe alles gespürt an meinem Herz. Alles. Und jetzt ist das Herz. Ist alles gut. Kein Thema mehr. Nein. Sehr schön. Jetzt erzählen Sie ein bisschen von Ihnen. Wie sind Sie... Wie ist das, die ganze Krankheit beim Vorhofflimmer? Das Kapitel, sagen wir jetzt, dass es einmal zu ist. Aber das alte Kapitel, wann ist das gestartet? Wann ist es losgegangen? Also angefangen hat das etwa vor 20 Jahren. Dort habe ich, wenn ich irgendwie ein Alkohol getrunken habe und bin gut tanzen oder so, habe ich das so schnell so in einem, so wie ein Flash gehabt. Dann ist das schnell auf und hat es geraset und ist eigentlich gerade wieder weggegangen. Mhm. Und dann vor 12 Jahren, als ich schwanger war mit dem ersten Kind, hatte ich das erste Mal in den 6., 7. Monat von der Schwangerschaft. Das ist nicht mehr von alleine weggegangen. Gut, was haben Sie denn gemacht? Im 7. Monat schwanger haben Sie den Vorhofflimmer bekommen? Genau, da bin ich das natürlich gut zeigen und dann hat man ein 3-Tages-EKG gemacht und dann hat man gesehen, dass ich relativ hoch mit dem Puls bin und weiß nicht genau, es war wahrscheinlich schon ein Vorhofflimmer. Ich habe einen Beta-Blocker bekommen und hatte das so quasi so ein bisschen im Griff gehabt. Okay. Also es ist immer wieder gekommen, aber ich habe es mit dem Beta-Blocker immer wieder weggebracht. Das war jetzt die erste Schwangerschaft gewesen, genau. Die erste Episode von längerem Vorhofflimmer. Genau. Und dann, wenn haben Sie denn Ihre erste Ablation gemacht? Ja, das ist 2009. 2009? Ja, also laut. Bin ich ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall hatte ich dann schlussendlich 3 Ablationen. Ich habe alle Alternativmedizin-Therapien von Hinterzeit bis Vorderzeit durchgemacht. Mhm. Ich habe es einfach nie losbekommen. Es ist immer... 3 Ablationen. Und nach jeder Ablation ist es nicht besser gegangen? Nein, es ist immer wieder gekommen. Ich glaube, das längste war vielleicht etwa 2-3 Wochen, gewesen, wo es ganz weg war. Und dann ist es einfach vielleicht ein bisschen weniger gekommen, aber es ist immer wieder da gewesen. Mhm, ja. Und dann, wie sind Sie denn zum Herzchirurg gekommen? Nachdem man sich natürlich eben alle Alternativmedizin-Therapien bin durchgemacht hatte, habe ich nachher eine zweite Meinung gesucht. Aha. Bin im Internet selber geforscht und bin dann auf sie gestoßen. Mhm. Ich hätte mir zwar eigentlich erwünscht, dass mich mein Kardiologe weitergeleitet hat, weil er ja das sehr wahrscheinlich gekannt hat. Ja, das sollte kennen. Ja. Ja. So bin ich reingekommen. Okay. Und was haben die Leute in ihrem Umfeld, ihren Hausarzt oder ihren Kardiologen, was haben die denn gesagt, wo sie gesagt haben, ich gehe zu einem Herzchirurg und mich operieren? Das habe ich gar niemandem gesagt. Ja, haben sie es alles allein gemacht? Genau.
Ja, also man kann sagen, es ist gut gekommen. Sie haben, was wir bei ihnen gesehen haben und gewusst haben, ist, sie haben eine Ausstülpung von einer Lungenvene, die nicht weiter problematisch ist, aber wo das Vorflimmerproblem natürlich schwieriger gemacht hat. Dementsprechend ist es auch, kann man es nachvollziehen, dass es mit dem Katheter schwierig war und dass wir es chirurgisch halt ein bisschen einfacher hatten. Sie haben hier vorne keine Narben, wir sind von der Seite rein. Wir haben das minimalinvasiv gemacht. Und wie lange hat es gebraucht, bis Sie wieder auf der Weide gewesen sind? Etwa 2 Wochen. 2 Wochen. Mhm. Aber ich habe mir wirklich Zeit genommen. Ja. Extra. Das ist aber nicht schlecht. Ja. Finde ich. Und Sie fühlen sich jetzt besser wie vor dem Eingriff? Ich fühle mich also sehr viel besser. Sehr viel Neues besser. Leben. Neues Leben. Mhm. Gut, und ich habe sie nicht zahlt für das. Schauen Sie die Kamera. Nein, er hat mich nicht zahlt für das. Gut, das ist immer das Problem. Auf dem Internet findet man natürlich alles und nichts. Ja. Es gibt Zauberer, die einem versprechen, dass sie mit Nadeln und Pillen Krebs heilen. Und es gibt auch Herzchirurgen, die sagen, sie können Vorhofflimmern nicht heilen. Ich habe ihnen nie versprochen, dass ich es heile. Nein. Ich habe ihnen immer gesagt, ich habe eine Methode, die bei Ihnen wahrscheinlich helfen wird, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es wiederkommt. Genau. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt guten Mutes. Ja. Also. Sehr. Dann bedanke ich mich für das Interview, aber vor allem für das Vertrauen, das Sie aufgebracht haben, weil Sie sind vom Internet in meine Sprechstunde gekommen und haben mir gerade vertraut. Und das ist auch etwas, was nicht alltäglich ist. Ja, viele von meinen Patienten vertrauen mir. Die letzte Hoffnung. Ja. Und das ist eben schade. Ich finde es sehr schade, dass sie aufs Internet gehen müssen, um mich zu finden. Habe ich auch schon gefunden, aber ich bin sehr froh, habe ich sie gefunden. Ja. In Holland, in England, in Amerika ist die Operation, die ich mache, Standard von der Therapieeskalation beim Vorhofflimmern. Da fängt man mit den Medikamenten an, dann kommt die Ablation und wenn die nicht funktioniert nach 1, 2, 3 Mal, kann man chirurgisch etwas machen und am Ende gibt es noch den Herzschritt machen. Aber man denkt an die Alternative. Also dementsprechend haben Sie ja recht. Ich bin ein Alternativmediziner im Vorhofflimmern. Ja. Gut. Also, alles Gute.